Heute ist der 21. Oktober, draußen fallen die Temperaturen und hier drinnen leider auch. Ich habe uns aber einen dazu passenden Versuch rausgesucht und zwar beschäftigen wir uns in diesem Video mit einem Geysir. Zum einen kennen wir Geysire zum Beispiel von Island, da ist es bestimmt noch kälter als hier. Und zum anderen macht uns der ein bisschen warm, das ist bei den Temperaturen ganz praktisch. Ein Geysir besteht, ich würde sagen, aus drei zentralen Komponenten. Und diese drei Komponenten, die habe ich hier in klein zum Nachbauen. Zum einen braucht so ein Geysir ein Wasserreservoir. Dazu habe ich hier einen Kolben und der fasst 1 Liter. Da kommt nachher Wasser rein. Dann brauchen wir eine Möglichkeit, dieses Wasser zu heizen. Dazu habe ich hier eine Heizplatte. In echt könnte das irgendwie ein Magmavolumen sein, denn diese Geysire, die kommen ja vorzugsweise in irgendwelchen vulkanischen Gebieten vor. Das Besondere an dieser Heizplatte ist jetzt, dass sie immer mit der gleichen Leistung heizt. Das heißt, sie ist nicht etwa thermostatgesteuert und stellt irgendwann ab oder so, sondern das ist eine Widerstandsheizung und da fließt immer der gleiche Strom. Die heizt weiter, egal ob das Wasser darüber kocht oder nicht. Eigentlich ist das nicht zulässig, aber anders geht es hier einfach nicht. Die stellt also nicht ab, wenn dieses Wasser zum Beispiel jetzt irgendwie 100 Grad erreicht hat oder so, sondern die heizt einfach weiter. Das würde das Magma ja auch tun. Dann brauchen wir noch ein langes, dünnes Steigrohr zur Oberfläche. Dazu habe ich jetzt hier so ein 1 Meter langes Glasrohr mit einem Durchmesser von 6 mm. Das sieht jetzt hier dicker aus. Ist es aber eigentlich nicht, denn der äußere Teil dient einfach nur zur Stabilisierung. Da ist außen noch ein Rohr drumrum. Das Zentrale ist innen drin und das hat wirklich nur einen Durchmesser von 6 mm. Dass das so lang und dünn ist, das ist wichtig, denn dadurch wird eine Kühlung durch Konvektion unterbunden. Denn wenn das hier einfach nur so ein großes Becken wäre, dann gäbe es hier, wenn ich hier unten heize, Konvektion. Da würde ein Wärmeaustausch stattfinden und da käme es nicht zu einer Eruption. Dadurch, dass das jetzt hier aber so ein langes, dünnes Rohr ist, haben wir keine Kühlung durch Konvektion. Im Gegenteil, das Wasser, das hier oben drauf, das ich hier oben auch noch einfüllen werde, das wird hier den Druck hier unten erhöhen. Und das Wasser, das hier unten in diesem Kessel drin ist, das wird nicht etwa schon bei 100 Grad sieden, sondern da drüber. Es kommt also aufgrund dieser Druckerhöhung von oben zu einer Siedepunktserhöhung. Nichtsdestotrotz wird das Wasser irgendwann sieden. Und in dem Moment, in dem das siedet, bei also mehr als 100 Grad, bilden sich hier unten Dampfblasen. Und diese Dampfblasen, die steigen dann in diesem Rohr nach oben. Dadurch wird sich aber der Druck, der hier unten auf diesem Volumen lastet, der wird sich verringern, sodass das Wasser, das hier gerade noch gekocht hat, also bei der richtigen Temperatur zum Kochen war, auf einmal zu heiß ist, um noch Wasser zu sein. Und dieses Wasser wird sich dann in Dampf verwandeln. Und dieser Dampf wird dann schlagartig hier nach oben entweichen und es kommt zur Eruption. In dem Moment, in dem das jetzt hier oben austritt, kühlt sich das alles wieder ab. Das Wasser kondensiert und das kühlere Wasser fließt dann in diesem Rohr wieder hier nach unten, wieder in diesen Kessel rein und fließt von oben so lange nach, bis das Wasser hier wieder steht und die Wassersäule wieder steht. Das Wasser allerdings jetzt wieder eine Temperatur hat, die zu niedrig ist, um zu sieden. Das heißt, das Ganze geht von vorne los, das ist etwas unter der Siedetemperatur, wird von unten wieder beheizt, irgendwann siedet es wieder, es bilden sich wieder Dampfblasen, die steigen wieder auf, die verringern wieder den Druck, es kommt wieder zur Eruption, es kühlt wieder alles ab, es fließt wieder runter und das Wasser ist wieder kühler. Ich werde das jetzt nachher nicht mehr groß kommentieren, wir schauen uns das einfach an. Also als erstes nehme ich das nochmal auseinander und ich koche einmal Wasser auf. Da müssen wir nicht ganz so lange warten. So, ich habe jetzt hier kochendes Wasser. Ich fülle jetzt hier einmal ein. Yes.
So, jetzt machen wir mal die Heizplatte an. Dann muss dieses Rohr drauf. So. Und dann noch ein bisschen Wasser rein. Das Ganze ist arbeitssicherheitstechnisch natürlich eine mittlere Katastrophe. Deswegen gehe ich jetzt danach auch gleich weg. Ist zwar noch nie was passiert, aber ich halte mich trotzdem nicht so gern direkt daneben auf. Eventuell muss ich auch noch mal ein bisschen Wasser aufkochen. Aber das kann hier ja schon mal heizen. So, ich fülle jetzt hier noch ein ganz kleines bisschen Wasser nach. Denn wir verlieren ja bei jeder Eruption auch wieder ein bisschen Wasser. Das wird natürlich nicht alles in dieser Schale landen, sondern ein guter Teil wird auch sich außenrum verteilen. So, jetzt steigen schon vermehrt Dampfblasen auf. Man sieht das auch, dass jetzt hier zunehmend Dampfblasen aussteigen. Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo unten der Druck so weit fällt, dass das Wasser sich schlagartig in Dampf verwandelt. Jetzt läuft da Wasser in diesem Rohr zurück. Das Wasser ist kühler und kühlt unten das Wasser im Kessel ab, sodass nach einiger Zeit unten das Wasser nicht mehr sieden wird. Das dauert jetzt noch einen Moment. Es ist jetzt auch hier so, dass die Druckverhältnisse nicht ausreichen, um das komplette Wasser unten im Kessel in Dampf zu verwandeln. Ich denke auch, das würde das ganze System nicht überleben. Wenn er so gar nicht zur Ruhe kommt, spricht das dafür, dass die Heizleistung ein bisschen zu hoch ist. Ich bin jetzt mal mutig, ich drehe mal eine Stufe runter, dann sollte er sich irgendwann beruhigen. Aber wie bei so einer Widerstandsheizung immer dauert es einfach auch einen Moment, bis man den Effekt bemerkt. Also wenn ich da runterdrehe, dann ist das nicht instantan kühler. Aber anscheinend war die Heizleistung ein Stück zu hoch, denn unten kocht das Wasser immer noch. Wir sind jetzt in so einem Art Gleichgewichtszustand, den wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja schon, dass das Wasser unten wieder unter den Siedepunkt abkühlt. So. Jetzt hat sich's beruhigt, unten siedet's nicht mehr und jetzt geht die ganze Sache von vorne los.
So, wir haben jetzt ganz deutlich gesehen, dass sich dieses Mal das System deutlich schneller wieder beruhigt hat. Das heißt, wir sind deutlich schneller wieder in dem Zustand, in dem unten das Wasser nicht mehr kocht.